Ein Stöckchen. Sehr gut. Irgendwie sehen diese Holzwaffen so windig aus in dem Spiel. So ein Holzbrett kann ja durchaus ziemlich schwer sein und ziemlich wuchtig sein, aber die sehen aus wie wirklich so kleine morsche Stöckchen. Da hat man nicht das Gefühl, dass die irgendwie eine Wucht entwickeln können, geschweige denn Schaden anrichten, wenn man mit dem zuschlägt. Im Vergleich zu allen anderen Nahkampfwaffen finde ich die Stöcke immer irgendwie, die sehen einfach zu windig aus. Weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil die so leicht gehandelt werden von ihr. Der hat kein Gewicht, wenn sie ihn in der Hand hält. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwie fühlen die sich zu leicht an. Na, soll ich denn durch? Dann mal los. Also ich glaube ja, und mittlerweile habe ich viele Expertenstimmen gehört, die sich mir da anschließen, dass Augmented Reality eher zukunftsträchtig ist als Virtual Reality. Weil Virtual Reality einfach zu viele Probleme hat. Viele Kinderkrankheiten, die man vielleicht noch ausbügeln kann, aber eben auch viele ernsthafte Probleme, wie zum Beispiel, dass der Hälfte der Konsumenten schlecht wird und dass man halt abgeschnitten ist von der echten Welt und sich verwundbar fühlt und so weiter. Das ist alles nicht gut. Und jetzt? Augmented dagegen, dass einfach die Realität ergänzt wird, verändert wird. Und nach Santa Barbara reingeht's. Da lang. Hat da mehr Potenzial. Aber wer weiß. Aber grundsätzlich fände ich sowas natürlich auch cool, dass man einfach wirklich komplett 100% in eine andere virtuelle Welt eintauchen kann. So Hyper-Real Virtual Reality. Aber ich glaube, dahin wird es eher nicht gehen, die Entwicklung. Was zur Hölle war das gerade? Habt ihr das gehört? Entweder hat da jemand echt Verdauungsprobleme oder da war ein Löwe oder ein Puma oder sowas. Hat sich zumindest angehört, finde ich. Vielleicht auch ein Löwen-Puma-Misch-Ding. Gibt's das? Ich meine, theoretisch wäre es wahrscheinlich möglich. Das klingt nicht wie normaler Klicker oder sowas, oder? Hallo Chris, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Alles cool hier soweit. Ein Hammer, der gefällt mir schon besser als so ein blödes kleines Brettchen. Man kann sich schon denken, dass der Abby-Part, den wir gerade hinter uns haben, nicht lange ist, weil sie ihr Inventar nicht mitnehmen darf. Ich meine, sie verliert auch ihren Rucksack auf der Insel und so. Aber im Gegensatz zu Ellie startet Abby eben nur mit irgend so einer Schrubflinte. Während sie hier ihr ganzes Inventar mitbringen darf. Ich weiß, ich wollte hier auf dich warten, aber es ist nicht sicher. Hier in den Wäldern sind überall Rattler, so heißt diese Gang. Ich kann nicht riskieren, wieder geschnappt zu werden. Ich warte dort, wo ich dir den Ping-Pong-Witz erzählt habe. Mir fehlt dein Lachen. Ich hoffe, du bist heil rausgekommen. Muss ich mich erst wieder ein bisschen orientieren, was Ellie gleich nochmal für Waffen hatte. Ach so, nur Pfeil und Bogen, aber Sprengpfeile, das ist natürlich schon cool, die wir nie wirklich benutzt haben eigentlich, ne? Ich habe so geknausert mit denen, dass die nie wirklich zum Einsatz gekommen sind. Naja. Ich schmelze, ja, das verstehe ich. Das ist jetzt im Grunde das Finale ja schon. Das letzte Kapitel, wenn man so will. Das ist jetzt geht's zumindest Richtung Finale, würde ich sagen. Der letzte Akt, mit dem wahrscheinlich niemand, der das Spiel gespielt hat, noch gerechnet hätte. So rum. Der das Spiel berechnet hat, noch gespielt hätte. Hä? Und es ist wirklich erstaunlich, hier werden sogar noch neue Mechaniken und neue Ideen eingesetzt. Also das ist nicht nur dran geklatscht irgendwie, sondern wirklich noch richtiger Content. Wertiger Content.
Oh oh, das sieht nicht gut aus. Dein Pile of Shame ist zu riesig. Das geht mir auch so. Ich hatte früher, ganz lange, habe ich immer versucht, alle Spiele durchzuspielen, die ich anfange, weil ich eben auch... Ich weiß nicht genau. Ich hatte halt das Gefühl, wenn ich die schon kaufe und wenn ich die schon anfange, muss ich sie beenden. Aber inzwischen denke ich mir, so viele Spiele sind einfach Zeitverschwendung. In so vielen Spielen hat man nach ein paar Stunden alles gesehen und dann kann man auch einfach aufhören und kann mit dem nächsten anfangen. Und so habe ich meinen Pile of Shame ein bisschen reduzieren können. Und auch gleich aussortieren. Gleich aussortieren Spiele, die einem nicht interessieren, die einem nicht gefallen. Oh, das war nicht so gut. Ich wollte mich anschleichen. Hat auch gut funktioniert, nur dann hat sie sich leider umgedreht. Ich glaube, das war eher zufällig. Naja, das Spiel hat zum Glück relativ nette Speicherstände, Quicksave-Stände. Aha, ein neuer Ansatz, Träume zu beeinflussen und so eine Spielkonsole zu machen. In 20 Jahren perfektioniert. Mit solchen Angaben wäre ich immer vorsichtig. Erfahrungsgemäß, wenn irgendwie Forscher sagen, irgendwas ist in so und so vielen Jahren soweit, dauert es in Wirklichkeit dreimal so lang. Weil die rechnen immer Bürokratie und Politik und irgendwelche Rückschläge nicht mit ein. Das kann man mindestens verdoppeln, denke ich. Also, sage ich einfach so erfahrungsgemäß. Keine Ahnung, aber, ja. Die Cam ist zurzeit ein bisschen doof, weil wir gerade die Wohnung ein bisschen umräumen. Ein bisschen neue Möbel, neue Regale vor allem einfach, weil wir mehr Stauraum brauchten. Und unter anderem haben wir quasi die Regale im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer komplett ausgetauscht. Weil es für die Regale, die ich im Arbeitszimmer hatte, Türen zum Dazukaufen gab und für die, die im Wohnzimmer waren, nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall ist jetzt deswegen das Arbeitszimmer aktuell eine Baustelle und ich sitze jetzt im Wohnzimmer am Tisch und hier ist es einfach eng und ungemütlich und komisch und ich habe nur das Nötigste hier zum Aufnehmen. Und deswegen habe ich jetzt die Kamera auch nicht an, weil es ungemütlich ist sonst einfach. Ach so, die haben keine Zeitangabe gemacht, das war jetzt nur bezogen auf, ich verstehe. Okay, ist ja wurscht, aber, ja. So, wie kommen wir da rüber, Ellie? Vielleicht durch dieses unauffällig gestaltete Loch da hinten in der Wand, das so riesig ist. Also diese Rattler, oder wie heißen, sind aber auch nicht gerade die besten ihr Gebietverteidigungs-Heinis. Naja, wir sind ja noch gar nicht richtig in deren Gebiet, ne, das ist ja, das stimmt. Das klingt aber dramatisch hier. Wer ist denn hier so eine Drama Queen? Und wo müssen wir hin, Ellie? Sind wir hier extra rüber? Ah, ich sehe schon. Ah, da ist die Drama Queen. Na, gucken wir mal. Juhu! Mal schauen, ab und zu darf man doch Pfeile mitnehmen, oder? Das war in dem Spiel so. Ich bin mir immer nicht sicher. Ich bringe das manchmal durcheinander. Doch, genau. Ab und zu bleiben die Pfeile auch hier ganz.
Vielleicht komme ich hier durch. Vielleicht. Und da das ein sehr lineares Videospiel ist, sogar höchstwahrscheinlich. Eine Sammelkarte, dass man hier noch Sammelkarten findet. Oh nein. CBB-73. Nicht sehr klug, aber sehr stark. Future Alliance, der CBB. Samantha, danke fürs Followen. Hi, willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Der CBB-73 ist der letzte einer langen Reihe von Kampfrobotern für Kriegseinsätze, die für Menschen als zu gefährlich oder zu grausam angesehen wurden. Doch als die Future Alliance einen davon auf Titan gefangen nehmen konnte, nutzten ihre Wissenschaftler die Gelegenheit, ihre neueste KI-Ethik-Technologie daran zu testen. Jetzt ist CBB ein vertrauenswürdiger Verbündeter und bereit, alle gefährlichen Missionen der Future Alliance auszuführen, wobei er unablässig betont, dass er zuverlässig und erweiterbar ist. Doch wenn der Druck zu groß wird, hat CBB Probleme, nicht in seine ursprüngliche Funktion als Killermaschine zurückzufallen. Neutraler Held. Cool. Ich mag Roboter. Roboter sind mir immer sympathisch. Abraxa, danke schön für die Bits. Das Bitglas wird wieder ein bisschen aufgestockt. Oder nicht? Oder habe ich es übersehen? Naja. Trotzdem danke. Weil nur einer reingefallen. Ja, wundert mich auch, ne? Bei 99. Komisch. Ich dachte nur, wenn man 100 macht, kommt ein großer. Seltsam. Hab mich auch gewundert gerade. Tja. Aber trotzdem auch cool. Ja, von mir aus machen wir mehr Pistolenstabilität. Was weißt du nicht? Schade, dass ich das Quietscheentchen nicht mitnehmen kann. Dass die Leute in dieser Postapokalypse einfach keinen Humor haben. Ich würde Quietscheentchen Minen machen. Also natürlich nur gegen Pilzzombies. Oder Granaten. Quietscheentchen-Granaten. Uiuiui, das klingt nach einem dicken Batzen. Apropos Minen und Granaten. Wenn wir schon dabei sind, ne? Hier ist es aber auch pilzig, Mensch. Dammit. Leider wurde blöderweise die andere Mine mitgesprengt. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Habe ich mir zwar schöner vorgestellt, aber mein Gott. Der Sprengradius von den Dingern ist größer, als ich dachte. Oh, oh, ich glaube, der Schrei gilt mir, oder? Ja. Okay. Ich glaube, die hatten mich doch noch nicht gesehen, oder? So wie die sich versteckt haben. Aber was haben die dann gesehen? Was denn? Was? Ich schwöre bei Gott, Abby. Die Infizierten nicht getötet haben. Ach so. Ich muss hier weg. Jetzt mal ganz langsam, hier ist eine Werkbank und alles. Wir gehen jetzt noch nicht weg.
Hier kann es wieder nicht schnell genug gehen. Hier. Wie findet ihr Sims 4? Ah, ich glaube, ich habe Sims 4. Ich bringe die Teile alle durcheinander. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig sagen, ob ich Sims 4 überhaupt mal gespielt habe. Aber ich glaube schon. Und ich finde Sims immer gut. Einfach so eine crazy Nachbarschaft machen. Einfach mal die KI ein bisschen alleine das Steuer übernehmen lassen und zugucken, wie sie schon langsam verwahrlosen. Das ist immer toll bei Sims. Das wird nie langweilig. Aber ihr hört schon, wenn, dann habe ich es nur so nebenbei gespielt wie jedes Sims. Na, das stimmt nicht. Ich glaube, Sims 1 damals habe ich sogar super duper intens gespielt. Sims 2 auch noch ein bisschen. Und es gab für irgendeine Nintendo-Konsole für die Switch. Nee, Quatsch, für die Switch sage ich schon. Für die Wii oder den GameCube. Nee, es war der GameCube sogar noch. Da gab es einen Sims-Spin-Off. Den habe ich auch sehr lange gespielt. Der hatte so einen richtigen Story-Modus im Grunde. Da musste man gewisse Ziele erreichen und dann hat man quasi neue Häuser freigeschaltet. Und man war immer nur der Untermieter bei irgendwelchen skurrilen Familien. Das war eigentlich ganz nett. Das war ganz cool. Dann kam noch die Herbs. Das war nicht so gut. Das war auch so ein Spin-off von die Sims. Da wollten die Sims in der Großstadt machen, in so kleinen Penthäusern und so. Die Herbs. Sims in the City. Das war nix. Wo bin ich? Hier muss doch eine Straße sein. Die Wand sieht auch verdächtig aus. Ah, durchkriechen. Also ich habe viel Sims gespielt, aber die neueren nicht mehr so. Ist halt doch dann immer das Gleiche. Ja, ich meine, nach wie viel 30 Jahren Weltuntergang oder sowas ist es unwahrscheinlich. Aber es hätte ja sein können, dass noch irgendeine Schrotflinte oder irgendwas Nützliches in dem Polizeiauto liegt. Man weiß es ja nicht. Ja, Spiel. Okay. Santa Barbara liegt unten. Ach so. Am Hügel. 2-4, 2-5, Constance. Ich dachte, das Spiel will mir nur einen Tipp geben, wo es weitergeht. Muss ich da runter? Dann gehen wir aber wirklich erst nochmal hier nach hinten. Na guck, hier in diesem Militärlastdingens da ist sogar noch was Nützliches. Aber ja, die Sims sind leider wirklich immer mehr, schon mit dem dritten Teil war es, glaube ich, ziemlich krass. War es nicht schon beim zweiten so sehr stark in so eine DLC-Hölle abgerutscht, leider. Im ersten noch nicht so schlimm. Ich glaube, für den ersten gab es noch ein paar wirkliche Zusätze und das waren dann auch coole, umfangreiche Zusätze und fertig. Aber das ist dann immer mehr in hier, willst du nicht noch das Paket und hier das Paket und da gibt es noch 5 Möbel und ja, nee, sowas mag ich nicht. Das macht mir auch wirklich Spiele kaputt. Das macht mir Spiele nicht nur unsympathisch einfach, sondern ich habe dann auch immer das Gefühl, ich zahle jetzt hier irgendwie Vollpreis für ein halbes Spiel. Und das macht mir dann schon von irgendwie die ganze Motivation von Anfang an kaputt. Da geht es mir gar nicht so sehr um den Preis, sondern wirklich um das Gefühl, dass ich hier ein unvollständiges Spiel habe. Na gut, und dann schon auch ein bisschen um den Preis, weil dann ist die zweite Überlegung, dass ich halt 300 Euro zahlen müsste, damit ich ein vollständiges Spiel kriege. So fühlt es sich für mich an. Und das ist halt dann, nee, nix für mich.
Ich habe mittlerweile nicht mal was gegen Abo-Modelle. Ich kann mich, wenn mir ein Spiel wirklich Spaß macht, mit Abo-Modelle anfreunden. Aber dann müssen das gute Abo-Modelle sein, sinnvolle. Nicht hier zahl mal 5 Euro im Monat oder mehr, damit du es spielen kannst und dann noch mal mehr, damit du Content kriegst, damit du diesen Hut hier kriegst oder sowas. Wenn, dann will ich, so wie in alten MMOs im Grunde, einen Preis zahlen. Dafür werde ich aber dann auch immer mit Content versorgt und krieg auch alles und cool und passt. Dann bin ich damit zufrieden. Dann Fallout 76 First. Ich glaube, wenn Fallout 76 First erstens ein Drittel von dem kosten würde, was es kostet, maximal, und dann zweitens es nicht den Atomic Shop geben würde, sondern ich alles kriege, was es im Atomic Shop gibt und ich jeden Monat mit neuem Stuff versorgt werde. So wie es, finde ich, irgendwie fair wäre, wenn man halt einfach mal so viel Geld im Monat zahlt für ein Vollpreisspiel, das eh schon 70 € gekostet hat auf der Konsole. Dann würde ich mir das eingehen lassen. Aber so wie das Modell aktuell ist, ne, eher nicht.